Hier ist Florian. Besuch ist da. Hopp, auf geht's, sonst mach ich zu. Ich hab dir Zigaretten mitgebracht. Wo warst du die ganze Zeit? Hast du gesehen? Ich hab's gesehen, das sind Philips-Kippen. Ich hab sie schon immer gehasst. Obwohl es mir damals eigentlich immer egal war. Wir hatten nie Geld, deswegen haben wir meistens eh welche geklaut. Einmal haben wir sogar ein Auto geklaut. Ernsthaft? Wieso das denn? Ich war an so ein Mädchen aus der Parallelklasse verknallt. Die ist dann nach der 11. mit ihrem Vater nach Köln gezogen. Irgendwas mit seinem Job oder so. Und Phil hat dann die große Liebe geglaubt. Nach der Schule hat er immer in so einer Autowerkstatt gejobbt. Und nach Feierabend hat er einfach ein Auto mitgehen lassen. Ja, und dann? Hundert Kilometer vor Köln ist uns die Karre abgekackt. Ich bin umgezogen. Die Leute vom Programm haben mir geholfen, eine neue Wohnung zu finden. Kleine Dachgeschosswohnung, viel Licht, sogar einen eigenen Balkon. Klingt gut. Freut mich für dich. Wie war die Einweihungsparty? Hast du sie wenigstens schon eingerichtet? Eigentlich nur das Wohnzimmer. Zwei Stühle, ein kleiner Tisch, eine Couch. Klingt ja fast wie meine Zelle. Hast du gewusst, dass ein Ausbruch nicht mal als Straftat geahndet wird? Freiheit ist ein Grundrecht. Warum machst du es dann nicht? Warum sollte ich hier ausbrechen wollen? Ich muss doch hier zu einem wertvollen Mitglied der Gesellschaft werden. Über meine schlechten Taten nachdenken. Und ein besserer Mensch werden, oder? Aber wenn ich doch mal abhauen will, dann frage ich dich um Hilfe. Ich hab gehört, du bist ziemlich gut darin. Nächste Woche werden es übrigens genau 5 Jahre. Deswegen bist du wieder hier. Willst du alles normal hören? Glaubst du, ich kann dir irgendwas Besseres erzählen? Glaubst du, ich kann irgendwie dein scheiß Gewissen beruhigen? Du hast doch alle Zeitungsberichte gelesen, oder nicht? Hast du nicht alle aufgehoben? Da, lies. Steht alles ausführlich drin. Philipp K., 19 Jahre. Starb gestern Abend an den Folgen schwerer Körperverletzung.
Ich hätte ihn an dem Foto gar nicht erkannt. Immerhin wusste ich dadurch, wie er ausgesehen hat. Ihm blieb nur die Vorstellung von dir. Das ist genauso deine Schuld. Willst du mich verarschen? Denkst du, es wäre jemals so weit gekommen? Wenn seine Scheißmutter ihn großgezogen hätte? Anstatt sich jeden Tag die Scheißbirne wegzusaufen? Tut mir leid, Marie. Ich wollte das nicht so sagen. Das ist mir irgendwie so rausgerutscht. Schon okay. Ich hab's ja auch verdient. Jetzt hör auf mit sowas. Der Scheiß, der fehlt mir einfach nur. Egal, was für einen Scheiß wir gemacht haben. Wir haben nie drüber nachgedacht. Er hat mich geschubst, ich habe ihn geschubst. Er ist auf seinen scheiß Kopf gefallen. Was ich dir damit sagen will, egal was du damals für eine Entscheidung getroffen hast, das hat nichts damit zu tun, dass er heute nicht mehr da ist.